R-E-W-I-N-S-I-D-E. Hallo, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Craft Attack! Und mit dabei ist heute mal wieder keiner. Ganz Utopia hat mich allein gelassen. Ist aber auch egal, weil ich bin das gewöhnt, okay? Ich kann auch auf mich selber aufpassen. Ich kann alleine durchs Leben gehen. Leute, ich habe unendlich viel gebaut. Ich würde sagen, wir fangen erst mit meiner kleinen Schlafkammer hier vorne an. Es gab ein paar Dispute um dieses wunderschöne Grundstück, welches ich mir natürlich jetzt letztendlich geangelt habe, meine Freunde. Simon ist jetzt irgendwo da drüben mit Dena, keine Ahnung, auf irgendeiner Klippe. Und jetzt wohnt nur noch Petrit als Untermieter über mir. Bisschen kompliziert, letztendlich gehört der Felsen mir. Petrit hat quasi nur eine Wohnerlaubnis, meine Freunde. By the way, habe ich auch Petrits Vater gefangen genommen. Das ist aber eine Geschichte, die werde ich wahrscheinlich jetzt in 3-4 Folgen euch soweit präsentieren. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz kurz hier in meinem wunderschönen Raum an, meine Freunde. Diese Kiste darf ich niemals aufmachen, denn du glaubst niemals, was in dieser Kiste ist. Hier kann man kein Clickbait. Leute, ihr glaubt niemals, was da drin ist. Ihr werdet niemals glauben, was in dieser Kiste drin ist. Hier ist meine Ich und mein Holzkiste. Natürlich, ganz klar, holzige Sachen. Dann haben wir hier einmal mein Foodstuff. Das geht auf jeden Fall besser. Dann haben wir hier einmal mein Steinstuff. Dann haben wir hier einmal, keine Ahnung, was ist hier, eine Natursekt. Dann haben wir hier Steine und auch Steine, Foodporn und Dena Lauch. So witzig bin ich. Und ja, hier, meine Freunde, sind Erze und Weirdfalls. Schaut euch mal bitte ein. We grinding out hier. Guckt euch das mal an, Leute. 55 Emeralds. Wo kommen die denn her? Wo kommen denn die 10 Diamanten her, meine Freunde? Die 55 Emeralds habe ich mit einem kleinen Geheimprojekt gewonnen, welches ich euch dann vielleicht, sagen wir mal, in der nächsten oder übernächsten Folge bei 15.000 Likes an meine Herkunft gerne präsentieren würde. Also lasst auf jeden Fall gerne mal einen Daumen nach oben da und irgendwann werde ich auch die Clickbait-Kiste öffnen, meine Freunde. Das machen wir aber jetzt erstmal nicht. Wie gesagt, hier ist meine Ofen-Kacke. Also das läuft auf jeden Fall alles super hier. Und ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz nach draußen. Ich zeige jetzt extra mal nicht nach rechts, meine Freunde. Das geht euch nämlich gar nichts an. Hier war eigentlich mein Hühnerkäfig. Was soll ich sagen? Alle meine Hühner sind tot. Keine Ahnung, wo sie hin sind. Aber Leute, schaut euch das an. Ich habe richtig hart gearbeitet und habe das größte Feld, glaube ich, in ganz Craft Attack bis jetzt schon angelegt, meine Freunde. Hier wachsen Kartoffeln, Möhren, Kürbisse, all sowas, meine Freunde. Und wie gesagt, viele werden sich wahrscheinlich fragen, aber Revi, wenn du doch so viel Essen hast, wo ist denn das ganze Essen hingegangen? Vielleicht hat das ein bisschen was mit den wunderschönen Emeralds zu tun, meine Freunde. Wie gesagt, Leute, das geheime Projekt werde ich euch bei 15.000 Likes gerne präsentieren, denn ich habe an einer riesigen Sache gearbeitet, unter anderem auch mit Gamers Time, der jetzt auch rüber nach Utopia gekommen ist, Leute. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Ja, ihr seht, Leute, hier läuft es auf jeden Fall ganz gut. Meine wunderschöne Feldherrschaft, die ist hier echt ganz nice, also sieht super, super geil aus. Feldherrschaft ist komplett erdachtes Wort, was an dieser Stelle gar keinen Sinn gemacht hat. Aber ihr seht, Leute, ich habe mir auf jeden Fall echt eine Menge Mühe gegeben. Hier steht es nochmal, Revis Insel, ganz klar, Leute. Petrit scheint irgendwo da oben zu wohnen. Gut, er hat bis jetzt noch nichts gebaut. Ist halt auch die Frage, wann ich anfangen darf, da oben den Berg zu bewohnen. Denn wenn Petrit bis zum Tag X nichts gebaut hat, fange ich damit einfach an, Leute. Und dann gebe ich da auch einfach einen feuchten Kehricht drauf. Ich habe mir, by the way, überlegt, wie ich mein Haus bauen möchte, meine Freunde. Mein Haus soll auf jeden Fall eine moderne Villa werden, die sich hier quasi an diesem Berg entlang hangelt und mit Terrassen ein wenig verschönert werden soll. Ich meine, Leute, schaut euch bitte diese geile Aussicht an, Leute. Es geht schon gar nicht besser. Also guckt euch das mal bitte an. Ja, wir haben hier unten den Beach direkt. Gut, hier schneit es zwischendrin mal. Das kann man natürlich dann letztendlich mit einem Kamin alles kontern. Also das wird auf jeden Fall ein echt ziemlich fettes Haus, Leute. Wenn ihr wollt, kann ich euch gerne mal meine ersten Vorschläge in der übernächsten oder nächsten Folge zeigen. In der nächsten Folge habe ich was ganz Besonderes mit Petrit vor, meine Freunde. Da muss ich nämlich mit Petrit einen kleinen Ausflug machen. Die werden wir gleich auch noch aufnehmen. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zu dem, was alles in Utopia nebst meinem Feld und meiner Insel passiert ist. Schaut euch das mal an, meine Freunde. Kennt ihr das wieder? Erkennt ihr das wieder? Es ist die Brücke der Glückseligkeit in diesem Falle, meine Freunde. Hier drüben haben wir die Brücke der Liebe und Barmherzigkeit. Und das da vorne ist die Brücke von Dena und Simon. Ja, Leute, wir haben auf jeden Fall eine Brücke gebaut. Rotpilz hat sich da richtig, richtig Mühe gegeben, hat diese wunderschönen Hängebrücken hier errichtet, Leute. Ich habe die Zwischenzeit quasi um die Essensversorgung der ganzen Stadt gekümmert und Felix hat in der Zwischenzeit quasi diese Brücke gebaut. Und ich würde sagen, wir schreiten einfach mal ganz kurz rüber. Es sieht wunderschön aus, Leute. Schaut euch mal bitte an, was für ein Potenzial hier in Utopia steckt. Und wenn ich jetzt noch einmal lese, Utopia ist ein Projekt von Chaos Flohen. Das habt ihr geklaut. Leute, Utopia sind wahrscheinlich 400 verschiedene Filme, die es gibt. 600 verschiedene Bücher. 600.000 verschiedene Schmuddelsammelhefte, die mit dem Titel Utopia irgendwelche Zukunftspornos symbolisieren. Also Leute, Utopia ist ein ganz normales Wort und das hat nichts mit Chaos Flohen zu tun. Wir wussten überhaupt nicht, dass sein Projekt überhaupt existiert. In diesem Sinne werden wir unsere Stadt auf jeden Fall nicht umbenennen und bleiben bei diesem wunderschönen Namen. So, wie gesagt, Leute, schaut euch das mal an. Hier steckt so viel Potenzial drin. Da drüben baut, glaube ich, Mo seine Insel oder ich glaube, es ist Rotpilz. Oh nein, Leute, seht ihr das? Rotpilz baut schon wieder
wieder das gleiche wie immer. Er baut die gleichen Häuser in jedem verdammten Projekt. Hier unter uns wird sich, glaube ich, Gamers Time ansiedeln wollen. Ich glaube, da, wo die Fackeln sind, hat Gamers Time vor, sich hinzubauen. Tja, wir werden auf jeden Fall noch eine Menge Terraform. Ich würde sagen, wir schreiten mal ganz kurz rüber zu unserer Hauptinsel, Leute. Und dann zeige ich euch später eine Sache, die ihr vielleicht schon am Thumbnail gesehen habt. Dieses Ding hat mich echt eine Menge Arbeit gekostet. Aber da kommen wir dann erst am Ende zu, Leute. Ich würde sagen, wir schreiten mal ganz kurz über die Brücken. Die sehen so dermaßen gut aus. Also es ist echt ziemlich nice, wie das hier alles aussieht. Vor allen Dingen hat Felix hier noch so eine kleine Anlegestelle oder sowas, wie soll man das sagen, für die Hängebrücken gebaut. So eine kleine Erhöhung quasi, auf der man dann letztendlich die Brücken betreten kann. Das sieht alles wirklich schon ziemlich nice aus. Und ich sehe gerade schon, Leute, dass hier drüben noch etwas weiteres entstanden ist. Aber ich glaube, dass Demon und Dena auf jeden Fall mit diesem Ding jetzt erstmal zufrieden sein sollten. Die haben sich hier auch einen richtig nicen Felsen gesnackt. Das sieht auf jeden Fall echt nice aus. Und ich bin mal gespannt, wann Patrick anfängt, sein Haus hier bei uns zu bauen, Leute. Jetzt können WebWhatsApp vielleicht auch in dem Moment die Fresse halten. Das wäre nämlich super, wenn ich jetzt keine Nachrichten mehr bekäme, weil ich nämlich gerade aufnehme. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz rüber, Leute. Was ich da gebaut habe, hat mich echt eine Menge Arbeit gekostet, eine Menge Zeit. Rotpilz hat jetzt hier quasi schon angefangen, die Gemeinschaftsinsel ein wenig auszubauen. Ich denke mal, hier werden quasi erstmal Notunterkünfte für Neulinge in Utopia entstehen. Das heißt, hier kommen vielleicht Betten und sowas rein. Ich glaube, das wird einfach nur ein ganz kleines Hügelhaus, was hier entsteht. Mal schauen, was wir da reinmachen. Ist nur eine kleine Safe Base. Ich glaube, da können noch ein paar Fackeln, wenn ich ehrlich bin, rein. Das ist nämlich ziemlich dunkel hier. Wir wollen ja nicht, dass hier Monster reinkommen, ne, Leute. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Dann haben wir drüben noch quasi einmal ein wunderschönes kleines Feld. Das sieht auch echt nice aus. Hier können wir uns auf jeden Fall auch immer wieder zwischendrin bedienen. Ist quasi einfach nur ein Feld, wo letztendlich jeder sich gönnen kann. Ist ganz easy. Da kann einfach jeder sich quasi ein paar Sachen nehmen. Also gerade die Karotten brauche ich. Warum ich gerade Karotten und Kartoffeln sammle, wie gesagt, Leute, beim Geheimprojekt 15.000 Likes, ihr wisst Bescheid. So, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz hier runter. Unseren kleinen Wasseraufzug. Habe ich noch Jackpotatoes? Natürlich habe ich die noch. Wir gehen mal ganz kurz nach unten ins Tal hinein, denn da seht ihr schon, dass irgendein Dummkopf, das war ich, das machen wir jetzt auch mal ganz kurz weg, angefangen hat, mit Erde irgendwie eine Scheißbrücke zu bauen. Ich hatte keine Möglichkeit, sonst wäre ich einfach gestorben, Leute. Musste irgendwie überleben und dementsprechend musste ich halt dieses Ding da bauen. Es sieht echt kacke aus. Es tut mir wirklich leid. Ich werde das jetzt erstmal entfernen, bevor sich jetzt wieder irgendwer über mich beschwert in der Stadt. Und dann, meine Freunde, zeige ich euch mein großes Projekt. Ihr habt es gerade vielleicht schon wieder links im Augenwinkel gesehen. Das hat, wie gesagt, echt eine Menge Zeit gekostet. Oh! Okay, ich würde sagen, da kümmere ich mich dann einfach später drüber. Ich würde sagen, Leute, wir gehen mal ganz kurz rüber und ich zeige euch einfach, was mich jetzt in letzter Zeit so viel Arbeitsstunden gekostet hat hier bei Craft Attack. Und zwar ist es ein riesiger Wasseraufzug, den ich gebaut habe. Dieser Wasseraufzug, Leute, ist wirklich echt eine krasse Konstruktion. Ich werde diese Konstruktion später nochmal ein bisschen approven, beziehungsweise improven in diesem Sinne. Also quasi hier nochmal ein paar Minecarts hinsetzen, damit wir einen Minecart-Aufzug aus dem Wasseraufzug machen können. Das sieht echt schon ziemlich nice, Leute. Also seht ihr, dass die Insel ist quasi durch diesen Aufzug jetzt hier verbunden. Ich habe mir da, wie gesagt, eine Menge Mühe gegeben. Man kann jetzt ganz easy, Leute. Viel schneller, als wenn man den Wasseraufzug nimmt, den wir da vorne haben. Einfach hier hochschwimmen, man ist relativ schnell oben und wie gesagt, die kommen dann später, wenn ich genug Eisen habe, Minecarts rein, sodass das Ganze dann komplett durchrasiert, weil man kann sich einfach nach oben durchklicken und dann ist man schon ganz oben angekommen, meine Freunde. Des Weiteren habe ich hier vorne angefangen, einen kleinen Minenschacht anzulegen. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Wir gehen mal ganz kurz hier über den Berg und habe quasi schon riesige Farming-Strip-Mine-Tunnel und alles gezogen, Leute. Also es ist auf jeden Fall echt schon eine Menge passiert und ich werde jetzt in der nächsten Folge oder vielleicht in der übernächsten Folge schon anfangen, mein Haus in den Grundzügen ein bisschen zu designen. Ihr seht das hier, Leute. Hier geht es quasi einmal da unten. Dieser komplette Tunnel ist von mir. Daher kommen meine 10 Diamanten. Meine ganzen Rohstoffe quasi von daher. So, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz nach oben, Leute. Und ich zeige euch einfach mal ganz kurz, was ich noch vorhabe oben in meinem Haus. Es braucht ungefähr eine Minute, bis man oben ist. Es ist immer noch viel schneller als der Aufzug, den wir nebenan haben. Und es dauert bei weitem nicht so lange, als wenn man hochkraxeln würde den ganzen Berg. Natürlich ist das Hochbauen das schnellste, Leute. Aber wie gesagt, das sieht natürlich damit in der Zwischenzeit irgendwann scheiße aus. Warte mal, war das gerade ein Zombie? Hello? Der Scheiß hier ist irgendwo eine Höhle. Leute, die geht's zu erkunden. Die müssen wir uns anschauen. Eine andere Sache, die ich noch ansprechen wollte, meine Freunde, ist, dass ich am morgigen Tage, sprich am Sonntagabend um 19 Uhr, anfange zu Livestreamen, meine Freunde. Sprich, wir werden erstmal direkt einen fetten Craft Attack Livestream reinballern, weil das muss natürlich sein, Leute. Ich dachte mir, ey, ganz ehrlich, wenn Craft Attack startet, dann machst du mal einen Special Stream am Wochenende. Das muss, wie gesagt, sein. Das ist ganz wichtig, Leute. Ohne Craft Attack geht gerade gar nichts und ich habe einfach extremst Bock auf dieses Projekt. Ihr glaubt gar nicht, wie gehypt wir alle sind hier in Utopia. Wir haben alle richtig Bock drauf. Wir freuen uns wirklich. Wie gesagt, hier was Großes und Krasses zu erschaffen. Zu meinem Haus, meine Freunde, was soll ich sagen? Ich werde ein Haus quasi, was sich ein wenig terrassenförmig an die Landschaft anpasst, bauen. Sprich, eine riesige Konstruktion, die letztendlich halt mit sehr viel aus Beton, aus dem neuen Baustoff Beton besteht. Oh nein, das war dämlich von mir. Kacke, Alter, bin ich dumm. Aus Beton besteht und des Weiteren auch noch aus einer Menge Glas und eventuell noch Quarz und sowas besteht. Ich habe noch keinen Nether-Zugang gelegt, bin aber gerade dran, Obsidian ran zu scouten. Also ich muss jetzt erstmal eine Dia-Pickaxe machen und dann quasi den Nether begehen, damit wir da erstmal ein bisschen Quarz holen. Wir haben unten noch geplant, dass hier quasi hier vorne genau da. Auf jeden Fall in einem Tal wollten wir so ein paar Reisterrassen anlegen, die ihr vielleicht aus dem japanischen Raum kennt. Ich kann euch mal ganz kurz hier ein paar Bilder einblenden, damit ihr das seht. Und so soll das dann quasi einfach letztendlich aussehen, dass man quasi die ganzen Farmen unten ins Tal verlegt, die schön sicher macht. Vielleicht sogar automatisiert. Also ich bin noch gerade noch an einem Konzept im Überlegen, wie man eventuell alle Farmen noch ein bisschen effizienter machen kann. Wie gesagt, da geht noch einiges, Leute. Da geht noch einiges. Effizienz ist natürlich hier das A und O bei uns momentan. Ja, meine Rache an Dena werden sich viele fragen. Leute, warte mal ab. Ich farme aus gutem Grund so viele Emeralds und ich farme aus gutem
dem Grund gerade so fleißig wie ein fleißiger Mensch, weil ich nämlich tatsächlich plane, Leute, dass die ganze Geschichte mit Dena nicht ungestraft zu lassen. Davon auch letztendlich nicht, weil wie gesagt, Dena hat mich da einfach eiskalt abgeschlachtet und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, Leute, da muss ich mich auf jeden Fall rechnen, das wird auf jeden Fall noch passieren. Vielleicht ja sogar schon morgen im Livestream, meine Freunde. Also schaltet auf jeden Fall einfach um 19 Uhr mal ein. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns dann morgen auf twitch.tv/revinzeit sehen können. Ja, Leute, das habe ich quasi alles gebaut. Ich habe diesen riesigen Wasseraufzug gebaut, ich habe ein riesiges Feld angelegt. Es geht auf jeden Fall hier Schlag auf Schlag auf Schlag voran, Leute. Meine Insel wird Stück für Stück erweitert und ich würde sagen, pünktlich zum Sonnenuntergang lege ich mir jetzt gleich mal ins Bett und verabschiede mich auf jeden Fall von euch. Es war mir eine Ehre, mit euch aufgenommen zu haben, meine Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, unglaublich auf dieses Projekt. Bin richtig, richtig gehypt und ich würde sagen, meine Freunde, das war's von dieser wunderschönen Folge von Craft Attack 5. Macht's gut. Wir sehen uns einfach bei morgigen Tage um 12.30 Uhr bei einer weiteren Folge von Craft Attack. Kann ich euch nur empfehlen, denn in der morgigen Folge werde ich mit Patrick ein kleines Abenteuer erleben, was sicherlich ganz zu eurer Unterhaltung dienen wird. Also, meine Freunde, in diesem Sinne, macht's gut, haut rein, wir sehen uns morgen. Ciao, ciao!